Und damit willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ja, Nook Shopping. Ah, gescheite Buchse endlich. So, sieh mal an. Oh, macht einen Schmuckenarsch. So, ich würde sagen, wir ziehen uns allgemein mal um, weil... Warum nicht? Kann ja nicht schaden. Jo. Jo, dann würde ich mal sagen, was haben wir denn hier für schöne Pelöwäschen? So, dich ziehen wir mal an. So, anziehen, tragen. Hatten wir den schon mal an? Ich glaube nicht. An die Wand. Dreh dich um. An die Wand. Und an die Wand. Unsere Klamottenwand. Ich brauche einen Kleiderschrank. Ja, ich nehme das jetzt heute übrigens Vormittag auf, weil, ja, ich bin krank, ich habe Magen-Darm-Beschwerden und es geht jetzt einigermaßen so, dass ich hoffe, dass ich so, ja, 20, 25 Minuten problemlos aufnehmen kann und wenn nicht, ja, dann muss ich wohl kurz unterbrechen. Ist auf jeden Fall nicht schön und tut weh, aber, hey, passt schon, irgendwie, hoffe ich mal. Wenn nicht, ich will nicht mehr... Das ist Minion! Du kriegst nichts! Endlich läufst du mir über den Weg. Ich habe nämlich was für dich. Ich habe nämlich was für dich. Magst du raten, was? Falls du auf eine endkrasse Festtagskranz getippt hast. Volltreffer! Darfst du gleich mitnehmen. Oh, dankeschön! Nee, ist nett. Damit machst du deine Tür zu einem echten Hingucker. Und nicht nur ein Spielzeugtag. Kekek, also ja, Weihnachten quasi. Das hängen wir gleich auf, weil, ey, das ist schon cool. Muss man schon sagen. Muss ich schon sagen. So. Oh, Flaschenpost. Als ich neulich auf der Bank in der Sonne saß. Lüge, es gibt hier keine Sonne. Kam mir noch glatt eine gute Idee. Für eine Bastelanleitung. Die muss ich gleich mit wem teilen. Also habe ich sie in eine Flaschenpost gesteckt. Das kriegt jeder gebaut. Richie. Keine Ahnung. Ja, und ich habe gerade gesehen, der Wollo ist da. Der macht irgendwas. Kesselbad. Oh mein Gott. Können wir jetzt eine richtige Badewanne bauen? Yay. Weihnachten. Weihnachten. Ja. Das ist, ja, nicht so weihnachtlich. Das ist mir so Hexenkessel-mäßig. Oh, passt schon. So. Ja, Service Center umbauen, Ding. Oh, hallo. Dings. Ich möchte keinen Teppich kaufen. Oder Tapete oder Laminat. Und vor allem kein PVC-Boden, weil PVC-Boden sind voll scheiße. Ich hab einen. Und der ist blöd. Hi, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Wir verkaufen maßgeschneiderte Mode. Wissen wir. Das ist gar nicht mal so übel. Oh, lass mich mal gucken, was wir hier so haben. Oh, möchtest du? Ja, bla bla bla. Ich möchte rein. Ich möchte mal gucken. Oho, die Mafia-Geschäfte laufen wieder. Der hat auch Swag. Das, ja. So, dann zeig ich mir hier. Oho. Ja, für die Oper. Für die Oper. Und keine Bärte. Traurig. So, für Wrestling. Sehr schön, sehr schön. Nö. Ah, nö. Das ist nicht so mein Style. Ja, aber diese Jacke hier. Ja. Möchte ich nicht anziehen, aber ich möchte die kaufen. Vielen Dank. Ich schicke sie dir Einkauf per Post ins Lager. Ja. Hätten wir nicht auch hier nehmen können. Egal. Wenn du eine Anliegen hast, wende dich bitte an jemand anderen, an den anderen Igel, ja? Oh, die kriegen wir schon weich. Mit der werden wir schon beste Freunde. Oh, bis morgen, ne? Ich muss mit deiner Schwester da drehen, damit wir beste Freunde werden. Das ist der Plan. Jo. Gut, dann gucken wir mal hier unten, meine Freunde. So, nach Micheling.
weil Geld und so. Ja. Und da kann ich euch so ein bisschen erzählen eben. Also wenn ihr Juno nachher schreien hört, dann nicht wundern, sie darf heute nämlich nichts essen. Also nein, wir sind keine Tierquäler. Sie wird heute operiert, sie wird heute kastriert und wegen der Narkose darf sie halt heute nichts essen. Ja. Das hat sie nicht so gut gefunden, ist mit dem puschigsten Schwanz, den ich je gesehen habe. Erstmal wie so eine Bekloppte durch mein Zimmer gerannt und hat randaliert. Gott sei Dank ist nichts kaputt gegangen, zumindest diesmal. Und ja, ne? Bin mal gespannt. Ich halte euch mal auf dem Laufenden, weil... Galle! Hallöchen, ich bin's, Kalle! Ich will plaudern. Ein weiterer klasse Tag auf Appleton. Schirp! Ja, so bei meinem Kater wusste ich ja, wie es war, als er kastriert war. Bei Katzen ist halt ja was anderes, weil die müssen ja auch hier so einen komischen, ne, kennt ihr ja aus den Cartoons, hier diesen, ich nenn's mal nicht Fellkragen, ihr wisst schon, diese Satellitenschüssel da. Über dem Kopf. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ne, das kriegen die auf jeden Fall um. Und ja, dann mal gucken. Dann mal gucken, vielleicht, hoffentlich wird Juno dann ja auch ruhiger, weil... Ah, sie hat ja das Problem, dass sie noch wieder mal ihre 5 Minuten hat und dann wie so eine Bekloppte durch die Gegend rennt, ohne Rücksicht auf Verlust. Ja, es ist besonders nervig, wenn man schlafen will und es nachts ist 3 Uhr morgens und sie genauso drauf ist. Ach Gott. Ja, ich habe gesehen, der ist was, aber ich würde gerne erstmal hier unten alles abgucken. Ja, warte mal. Ich habe da eine Idee. Ich mache jetzt hier von unten einmal hoch und dann kümmern wir uns um alles. Jo. Ja, also mal gespannt sein einfach. Einfach mal abwarten. Und wisst ihr was, das muss ich euch erzählen. Ich hatte da neulich ein LaVou-Match. Also nicht mit meiner Ex-Freundin, darum ging es ja neulich im Stream so ein bisschen, dass sie mir immer wieder bei LaVou eine Nachricht schreibt und ich sie immer wieder blockieren muss und das ist ein bisschen psychomäßig, aber naja. Auf jeden Fall am selben Abend kriege ich dann eine Nachricht so, ey, Dings hat dich geliked. Ich denke mir nur so, oh Gott, lass es nicht meine Ex-Freundin sein, die sich einfach nur einen neuen Namen gegeben hat. Bitte lass es nicht sie sein. Ja, und dann gucke ich da. Und das ist tatsächlich jemand Normales. Und das Krasseste ist, die wohnt nicht mal weit von mir weg. Also ein normaler Mensch könnte halt zu Fuß laufen, also ich nicht, weil ich komplett unsportlich bin und fett und keine Kondition habe. Aber ein normaler Mensch könnte da hinlaufen. Mhm. Sogar Busse fahren dahin. Ja. Und dann haben wir so ein bisschen geschrieben und dann, ja, sie macht aktuell ein Praktikum beim Tierarzt. So, und mein Tierarzt ist halt dann der Nähe. Ich habe mir nur so, oh Gott, lass sie da kein Praktikum machen, das wäre... Erstes Treffen in Real Life, so, hi. Du sollst meiner Katze die Eierstöcke rausnehmen, habe ich gehört. Das ist übrigens meine Mutter. Das wäre auf jeden Fall leicht unangenehm gewesen für alle Beteiligten. Aber zum Glück ist sie da nicht, sie ist woanders. Ja, so, jetzt schreiben wir mal hier so ein bisschen hin und her. Und ja, ich würde sie gerne mal fragen, ob sie Lust hat, sich zu treffen. Aber sie war seit gestern Abend nicht mal online, also... Ja, mal gucken. Sie muss jetzt mal auf meine letzte Nachricht... Aha, da ist ein Fossil. Antworten. Und dann möchte ich sie mal fragen und dann mal schauen. Die ist auf jeden Fall ganz schön nett und so. Ich mag sie. Mal gucken, ob man sich dann trifft und harmoniert. Und wenn ja, habe ich eine neue Freundin. Und dann bin ich glücklich. Yo. Ach ja. Das wäre auf jeden Fall mal schön, weil dann könnte ich endlich LaVou löschen. Ich hasse es, allein zu sein. Und ich hasse LaVou. Vor allem die Werbung da. Die regt mich immer auf. So, hacken wir erstmal hier so ein bisschen drauf rum. Ich weiß gerade gar nicht, brauchen wir Eisen oder Stein oder Lehm oder sonst was in der Art aktuell? Ich glaube zwar nicht, aber... Na, dann gucke ich gleich mal hier in die Anleitung. Ja. Ist eigentlich Jacke wie Hose, wie wir darüber kommen, aber ich würde mal so sagen, weil warum nicht?
jetzt hier runterkommen. Los, runter hier! Los! Ja, oh, da fällt mir gerade ein, wir können ja gar nicht unser Haus zurückzahlen heute. Oh nö, dann müssen wir ja morgen großen Betrag zurückzahlen, statt heute ein wenig. Das ist ja so schlimm. Da ist meine Schleuder. So, fall runter. Bam, gib was Cooles. Gib mir Geld. Wow. Nein, danke. Ja, ich trage lange Socken anscheinend. Interessant. Egal. Ich habe mir irgendwelche Socken gekauft und angezogen. Hey, das ist ja wie in Real Life. Ach, und ich habe gesehen beim Retro-Floppy, dass er ein Geschenk bekommen hat von Zuschauern. Also, ja, ich will ja nichts sagen, aber wenn einer von euch mir ein Geschenk machen würde, wollen würde, ich würde mich über schwarze Sockengröße 44 freuen. Schwarze Socken 44, ich wiederhole. Nein, Spaß, müsst ihr nicht. Ich kaufe mir meine schwarzen Sockengröße 44 einfach selber. Da bin ich ja nicht anspruchsvoll und muss unbedingt vom Gucci sein. Ich gehe einfach zum Aldi und kaufe mir demnächst mal so ein... Das habe ich neulich erst. Ja, habe ich mir so ein schönes Fünferpack gekauft beim Aldi. Für 3 Euro oder so. Ja. Socken. Socken sind schön. Ich mag Socken. Ich hab Socken. Und wenn es irgendwann mal schlecht läuft finanziell, verkaufe ich meine getragenen Socken. Ach ja, wann kommt Gerd mal wieder auf die Insel? Ich will meinen Park bauen, mein Blumenbeet. Aber vorher möchte ich nochmal hier Dings ausgraben. Oh, Entschuldigung. So, 1000 Sternis. Ja, falsche Richtung. So, dann würde ich mir sagen, hacken, hacken, hacken. Hacken in Teer. Bitte sei der Geldstein. Loser. Eisen oder was? Auch Steine. Feuer, Feuer, Feuer. Stein, Stein, Stein. Oh, ich liebe die Folge von Cosmo und Wanda. Das ist lustig. Darüber lache ich bis heute. Wisst ihr, worüber ich auch bis heute lache? Darüber habe ich gestern Abend so ein bisschen nachgedacht, als ich Zähne geputzt habe. Ihr wisst, kennt ihr alle Dragon Ball, ne? Kennt ihr doch alle den Vegeta, ne? Ihr wisst schon hier, der mit der hohen Stirn, der immer mit seinem immensen Stolz. Wusstet ihr, dass unser geliebter Vegeta am Anfang tatsächlich von Santiago Ziesmer gesprochen wurde, aka SpongeBob? Ist krass. Ja, und wisst ihr was? Kennt ihr den Jairobi? Das ist hier der eine Fette, der? Warte, lass erstmal mit Heinz reden. Ich meine Maeve! Hey Maeve! Strotzt du auch vor Kraft? Katze! Erzähl mir mal was. Ein idealer Tag, um so richtig zu schwitzen. Schwitzen tue ich immer, mein Freund, das tue ich immer. Was könnte es Schöneres geben? Katza! Ja, nicht schwitzen, Steven, das ist auch schön. Ja, so auf jeden Fall hier Jairobi, er hatte ja... Nee, der Sprecher ist leider gestorben, aber er hatte zumindest früher die Stimme von Thaddäus. Ja, und Jairobi hat ja tatsächlich auch bei der Saiyajin-Saga gegen Vegeta gekämpft. Beziehungsweise ihn sogar quasi besiegt. Also Goku hat Vegeta damals nicht besiegen können. Besiegt wurde Vegeta letztendlich ja von Gohan und Jairobi. Und wenn man die Augen zumacht, dann kann man hören, wie Thaddäus SpongeBob auslacht. Und SpongeBob Thaddäus sagt, das zahle ich dir heim, du fette Plunse. Das finde ich irgendwie lustig. Das finde ich halt wirklich urkomisch. Haben wir da hinten eigentlich schon den Stein geklopft? Ich glaube schon. Ach, was soll's. Und da geht sie kaputt. Perfekt, um eine neue zu kaufen. So, dann gucken wir erstmal, was wir alles so basteln können. Ob es sich lohnt, tut. Ja, das lohnt sich. Die Tapete, die baue ich mir. Die finde ich tatsächlich cool. So, erstmal hier Geld in den Beutel. Aber ich sehe gerade keine Schneeflocken.
langweilig. Gut, dann gehen wir mal zu Eugene. Hallo Eugen, ich hab Fossilien für dich. My boy. Ich hab übrigens noch nichts für den Titel und fürs Thumbnail. Huch! Oh je, ich bitte um Pardon. Guten Morgen, Maeve. Willkommen im Museum von Erpeln. Wie darf ich Ihnen dienen? Fossilien analysieren. Juhu! Was darf ich für Sie prüfen? Ja. Ja. Okay, kulturelle Entwicklung. Okay. Kostbaren Stücke nehme ich gern wieder an. Ja, aber ich spende die gleich, denn das macht Eugen glücklich. Ja, ich möchte was spenden, Eugen. Ja, gut, wir sind mittlerweile schon an so einem Part 20 und wir sind schon an den Punkt angekommen, wo wir quasi hier nicht mehr Dings da, ne? Alle spenden können, weil wir schon so viel haben. Nö, das war's fürs Erste. Gut, hau rein. Ah, warte, warte, da fällt mir noch was ein, was wir noch vorhaben. Ich hab ja gesehen, wir können Kalle Sachen schenken. Kalle, du kriegst Weihnachtsmützen. So ungefällig soll da morgen was Schickes sein. Pappbursch, ja. Der wird aus Unkraut gemacht oder so. Der juckt mich nicht. Ja, wieder so ein frisch gewischtes Schild. Ja, ich will was verkaufen. Also ich habe das, 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 das und das. Ich habe vieles. So, rechnen wir kurz durch. So, insgesamt bekommst du 20.700 Sterne. Ist dafür einverstanden? Ja. 30.000. Ja. Nehmen wir. Sag ich mal. Ich finde die eigentlich ganz schick hier. Ach komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz, ganz ehrlich? Nee, also wir nehmen die und ich hätte auch gerne hier diese Rührschüssel oder da für die Küche. Die nehmen wir. Und die Rührmaschine, genau, der Brei. Nehmen wir, ich ich bin voll mit Geld! Und deswegen kann ich mir einiges gönnen. Haut rein, ihr Luschen. Bis morgen. Wenn ihr wieder meinen Plunder kauft. So. Oh, ich finde den Typ kannst halt schon wirklich schön. Alles so mit Schnee und dieses Outfit. Oh, das ist so schön weihnachtlich. Oh, bald ist Weihnachten. Oh, ich freue mich. Wisst ihr, was ich mir heute Abend angucke? Ich gucke mir heute Abend Muppets Weihnachtsgeschichte an. So. So, gib her das Style. Yeah, das hat Swag. So, ich würde dann sagen, packen wir mal hier hin. So, dann holen wir dann noch so einen Karton hin. Weil wir halt immer noch nicht, wie heißt es hier so... Ihr wisst schon, so ein, wie das in kleinen hier normale Ablagefläche haben. Ja. Und immer noch kein Klo für mein Badezimmer. Traurig. Tja, aber das ist das Leben. So, finden wir Galle! Scheiß Schild. Kann ich mich da nicht draufsetzen? Langweilig. Warte, ich hab dir doch auch eine Mütze geschickt. Warum hörst du die nicht auf? Das bricht mein Herz. Fick dich! Und drüber mit uns. Oh.
So, wo ist Kalle? Da ist er! Grüß dich, Kalle. Oh, da bist du ja wieder. Chirp! Hier, nimm. Was? Für mich? Ja. Ui, das ist ja eine Weihnachtsmannmütze. Wie schön. Du wirst sehen, mit etwas auf dem Kopf sehe ich gleich 100% fescher aus. Alter, wie cute. Ah, wie sehe ich aus? Das ist genau meine Farbe. Danke, Maeve. Hier, bitte nimm dafür mein einfacher Strickpulli. Einfarbiger. So, den ziehen wir dann natürlich gleich mehr an. Boah, der hat auch Swag. Den behalte ich an. Gut. Gut, gut. Ja. Wir haben einiges erledigt heute. Wir haben einiges erledigt. Und nichts mehr zu tun, damit würde ich dann mal sagen, oh, der Part ist schon fast vorbei. Ich bringe jetzt nochmal kurz meinen Pullover weg und verkaufe nochmal den alten Fußboden. Neuen Karton kann ich ja leider nicht bestellen. So, an die Wand. Ja, ich hätte halt wirklich gern einen Kleiderschrank. Würde ich dann gern so. Hier so, keine Ahnung. Ich kann Gitarre spielen, cool. Aber ich glaube, die verkaufen wir auch mal. Die nehmen einfach nur wirklich Platz weg und... Naja. So, brauchen wir nicht. Warte mal, wir können... So, das reicht fürs Thumbnail. Das reicht fürs Thumbnail. Oh, ich würde da so gern rein. Steht da nicht hier so... Aha. Poster stellen. Ja. Steven, XAU. Oh, dafür gibt's Dings. Meilen. Das ist schön. Was soll man nicht mit den ganzen Nockenmeilen machen? Da fällt mir irgendwie spontan so nichts ein. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, gab's auch irgendwas, das man einlösen konnte und das konnte man dann irgendwie gegen Geld tauschen. War das so? Das wäre auf jeden Fall, wenn ich mich recht entsinne, eine Überlegung wert, weil dann können wir unser Haus schnell abbezahlen. Ja, ich möchte eigentlich nur mal einen alten Teppich verkaufen. So. Bitteschön. So. Ja, gib her. Was ist das? Also, ein Zertifikat an der Wand heißt ja, dass wir irgendwo für zertifiziert sind. Das kostet nicht viel und ja, eigentlich finde ich das gar nicht mal so hässlich. Wisst ihr was? Das schenke ich Steven. Aus dem Weg. Ja. Das ist doch nett. Da freut er sich. So, Steven. Steckst du hier irgendwo? Hallo? My boy? Wo bist? Warte mal. Was brauchen wir nochmal für ein Brückenset? Weil eine neue Brücke angehen, das wäre, glaube ich, auch mal drinne.
Ja, nicht Einrichtung. Gott, wo ist die Brücke? Hä? Bin ich blind? Oder können wir gerade keine neue Brücke bauen oder was ist da los? Und ich wünschte, den gäbe es in klein. Okay, anscheinend können wir keine zweite Brücke bauen. Das finde ich ein bisschen blöd, wenn ich ehrlich bin. Oh, Steven ist zu Hause. Weil ich hätte gerne eine Brücke. Yo. Egal. Egal. Hallo Steven, my boy. Hallo Maeve. Mein erster Trainingseinheit des Tages ist gerade beendet. Katzara! Für dich. Wie jetzt? Das ist für mich? Katzara? Ja, ein Zertifikat. Das zertifiziert dich dazu, Steven 2.0 zu sein. Unglaublich, das ist ja ein echtes Zertifikat. Ein Geschenk war ein absoluter Volltreffer. Hundertprozentig mein Geschmack. Damit bringe ich meine Bude auf Hochglanz. Katza! Ja, bitte, ne? Oh, ich würde mal sagen, den Part beenden wir dann draußen auf unserer schönen Hängeschaukel-Sitzbank, die wir da mal hingestellt haben und bis... Ja, erst ab letzten Part so richtig sehen können, weil ich davor die scheiß Bäume hatte und die habe ich jetzt weggeklatscht. Ja, und jetzt würde ich sagen, das war's dann auch schon wieder von diesem Part. Schalt doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, haut rein und ciao!